So, was hat denn der nochmal gesagt? Habe ich überhaupt mit dem gesprochen? Nee. Hey! Da oben ist der Weg zum großen Kristall. Er verbirgt einen mächtigen MacGuffin. Habe ich gehört. MacGuffin? Was war denn das nochmal? Das bedeutete irgendwas Bestimmtes. Ich weiß nicht mehr genau was. Wenn du über diese Wand und das Rohr balancierst, kommst du zum großen Turm. Du wirst einen Dreifachsprung brauchen. Einen Dreifachsprung. Holy shit, okay. Ah ja, verstehe. Ja, ich sehe schon. Wir haben jetzt eh 56 Goldmünzen. Wartet mal eben. Optionen, Tasten. Angreifen, schießen, Fähigkeit 1. Ability, wähle ein nächstes Item, hochdrehen, links. Es gibt offensichtlich tatsächlich nicht sowas wie ein Inventar oder eine Map oder so. Ich meine, muss es auch nicht. Das wäre jetzt nur noch ganz witzig gewesen für die Übersicht. Aber natürlich kein Muss. So. Na, wer sieht mich da? Bleibt weg. Wie komme ich denn da rüber? Brauche ich da auch den Doppelsprung? Bin gespannt. So, Doppelsprung. Damit kannst du um Ecken doppelt so weit springen. Und maximal Gesundheit plus 15. Jetzt sind wir hier bei 45. Ja, das bringt auf jeden Fall schon mal einiges. Huha. Kommt man vielleicht jetzt... Wartet mal. Komme ich vielleicht jetzt... Ew. Ist der... Okay, sehr gut. Das wird was. Allerdings komme ich immer noch nicht an das Ding ran. Da brauche ich wahrscheinlich andere Waffen oder so für. Aber an diese Truhe sollte ich jetzt kommen. Oh, ein neuer Gegnertyp. Wahrscheinlich, weil das Spiel gemerkt hat, dass ich jetzt zu stark bin. Schwertschaden plus 2. Sind wir jetzt bei 7. Wie viel hat das Ding? Okay. 49. Ganz schön viele mittlerweile. Findet ihr nicht auch? Oh ja, die bringen echt Leben zurück, diese Pflanzen. So. Doppelsprung. Den können wir jetzt mal hier einsetzen. Hier hatten wir ja auch noch ein paar Münzen. Du brauchst einen Doppelsprung. Ich hab ihn. Was würde das denn bringen? Da oben, guck mal. Da oben ist noch eine Truhe, die habe ich gar nicht gesehen erst. Und der Cube, der hält ja erstmal. Hey, hier oben ist ein Fass versteckt. Ich komm rüber. Such das goldene Fass. Such, such. Okay. Es ist hier versteckt. Oh. Oh Gott. Oh, gut, das Button-Smashing, was ich aus Street Fighter gelernt habe, das kommt hier wirklich zum Tragen. Unglaublich. Man kommt mit dem Jump auch recht weit. Da. Look at that. Da ist das Fass. Okay. Ich bin gespannt, wie wir das machen wollen. Also wir müssen jetzt zuerst mal... Was ist denn hier noch? Okay. Wo führt denn das jetzt noch wieder hin? Guck mal. Da komme ich auch nicht durch. Aber hier ist doch was. Was ist, wenn ich den da vorstelle?
Nice. Secret Area. Maximal Gesundheit plus 5. Irgendwie habe ich es ganz gut drauf hier, die Secrets zu finden. Das freut mich. Ich kann etwas. Aber wie ich das kaputt mache, das weiß ich nicht. Ist hier oben was? Ich muss mir das alles angucken. Auch wenn ich hier so ein bisschen rumglitsche, da ist doch was. Hundertprozentig, das ist doch ein Fake-Klotz hier, das sehe ich doch. Vielleicht haben sie sich aber auch die Textur gespart, weil sie nicht dachten, dass irgendein Trottel so ist wie ich und hier. Ah. Okay. So, dann stellen wir das jetzt mal hier hin. Ich sagte, wir stellen es hier hin. Ich sagte, wir stellen es hier hin. Es will nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, dass es stehen bleibt. Ich weiß auch nicht, ob das klappen wird. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. So, und jetzt kann ich hier rüber crouchen. Verstehe ich das richtig? Ne, ich komme da nicht rüber. Oder soll ich das Fass hier reinmachen? Und dann rollt das darüber. Und dann werde ich rüber teleportiert. Das kann auch sein. Ja. Okay, das ist mega witzig. Das ist mega witzig. Auch gut. Aber wir haben das Fass bekommen, das ist die Hauptsache. Nom nom. Ich hab es. Das Männchen ist weg. Dip, 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 dip. Wenn du goldene Fässer. Was ist denn mit dir? Okay, Dreifachsprung. Du kannst jetzt dreimal hintereinander springen, damit kannst du sehr weit springen. Ich merke das schon. Geil. Und das so früh im Spiel. Das ist früh. Vor allen Dingen fehlt nur noch ein Fass. Dann haben wir die erste Fähigkeitsriege quasi schon komplett voll. Da oben ist aber noch was. Das reicht nicht, was ich jetzt habe. Ich muss noch was für die Sprunghöhe tun. Die Sprunghöhe ist noch ein Problem. Okay, noch kommen wir hier nicht weiter. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal der Hauptquest zu folgen. Auch wenn man sehr abgelenkt wird gerade, weil das einfach alles so episch cool ist. Und hier komme ich jetzt zum großen Turm. Der hat ja gesagt, ich komme jetzt zum großen Turm. Was passiert hier? Das weiß wohl niemand so genau, war. Ach da, look at that. Was passiert denn da?
Ach, man kommt einfach nur hier rauf, okay. No! Gut. Ich glaube, ich soll hier noch gar nicht hin, aber ich gehe hier gerade einfach hin. Geh und hol den MacGuffin. Nein, ich gehe erstmal zum König von Blueville. Jetzt reicht's. Jetzt könnt ihr mich nicht länger von der Hauptquest ablenken. Ich weigere mich. Die haben aber auch ein Leben, doch. Ich würde mir wünschen, die würden ein bisschen mehr Geld bringen. Was ist denn hier hinten noch? Hier waren wir ja auch noch nicht. Aha. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Mario lässt grüßen, weißt du? Erst diese Rohre hier und dann auch noch das Gold. Okay, ich glaube, das hat nichts zu sagen. Da im Hintergrund sehen wir das Haus des Jungen. Ich weiß nicht, wie wir an das Teil hier kommen. Damit hat es... Ah, warte mal. Ha! Simple Physik. Nice. Warum sollte man da reinspringen wollen? Vielleicht will man auf den... Ah. Krass. Ich habe einen Dungeon gefunden. Aber ich habe ein bisschen Angst. Sieht alles so gefährlich aus. Wie weit geht das nach unten? Oh Gott, sehr weit. Sehr weit. What is this? Ich könnte darüber springen, aber ich tue es nicht. Da vorne sehe ich Licht. Ein Licht am Ende des Tunnels. Hier lang? Hm. Mal sehen, wie lange meine radioaktive Lampe noch hält. Who's that? Abenteurer Kindhut. Abenteuerjunge starb im Kampf mit etwas, das wie ein Schmetterling aussieht. Du nimmst seinen albernen grünen Hut und legst ihn aufs Regal. Wie witzig ist das denn? Das ist wahrscheinlich irgendeine Anspielung auf irgendwas, was ich jetzt nicht verstehe. Wer auch immer das versteht, sagt mal Bescheid. Das könnte ganz witzig sein. Okay, da ist nichts. Was ist denn in der Truhe? Schwertschaden plus 3, okay. Das hat sich mega gelohnt. Diesen kleinen Dungeon hier zu machen. What is that? Wo kommen wir raus? Oh, guck mal. Wie kommen wir da rein? Das wüsste ich gerne. Bin ich im Brunnen? Ich bin ernsthaft im Brunnen. Okay, das ist total lustig. Ich bin echt... Nicht wirklich. Okay, das Spiel ist mega. Das Spiel ist mega. Schwertschaden plus 3. Aber das ist nicht...
Das ist nicht die Truhe, die ich gesehen habe. Da kommt man auch nochmal wieder irgendwie anders hin. Aber wie? Hier oben. Oh nein, ich darf wieder nicht hingucken. Ich will nicht sehen, wie die kleinen Strichmännchen gemacht werden. Das war knapp. Ah, okay. Oh Gott, das ist ja der reinste Harem hier. Gold. Nice. Nice, nice. Das Problem ist, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir nicht weiter sammeln können. Ich finde das mega witzig, wie das hier miteinander verknüpft ist. Das gefällt mir ungemein. Haben sie richtig gut gemacht. Flop. So, was ist das? 80 Stern? Das verstehe ich noch nicht ganz. Kann ich jetzt eigentlich auch auf die Dächer springen? Jo. Nee. Jo. Nö. Was bringt das hier? Nein. Nein. Das weiß ich auch noch nicht, was das sein soll. Und hier haben wir auch noch nichts Neues. Oder können wir das mittlerweile anheben? Nee. Das öffnet offensichtlich eine Tür hier. This one. Schwertreichweite plus 25%. Du kannst jetzt Gegner treffen, die ein wenig weiter weg sind. Das finde ich noch besser. Da müssen wir sie nicht direkt immer in den Nahkampf lassen. Kann ich da nicht so lang? Hä? Okay, 44 Gold. Was passiert, wenn ich hier ein Perfect Cube hinmache? Ich weiß nicht, was ich da gerade erschaffen habe, aber es ist sehr interessant. Was kann ich damit jetzt machen? Das weiß ich auch nicht. Okay. Weiter geht's. Ist da oben noch was? Was ist, wenn ich den Perfect Cube hier hin mache? Heißt das Ding überhaupt... Nee, das Ding heißt Force Cube, ne? Ich glaube, es heißt Force Cube. Warum nenne ich es Perfect Cube? Warum bin ich jetzt hier oben? Bringt mir das irgendwas? Nee, nicht im Ernst. Okay, das Spiel hat mega geil versteckte Truhen. Schwertkritischer Schaden, Chance plus 5%. Stellt deine Chance, kritischen Schaden mit Schwert zuzufügen 5. Hat nur einen Effekt, wenn du das Upgrade für kritischen Schaden hast. Die Prozentchance liegt derzeit bei 10. Okay, die sind mega geil versteckt. Es macht richtig Fun, die zu suchen und zu finden. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war, weil in der Zwischenzeit auch wieder so viel passiert ist. Gehen wir erstmal wieder zurück hier hin. Da oben ist eine Truhe, komme ich an die ran? Ich würde sagen, es ist möglich mittlerweile. Aber von wo? War ich hier schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja leider keine Map. Brauche ich gar nicht hier. Da ist noch eine Truhe. Was haben wir hier? Lootglück. Mehr Gesundheit. Gegner lassen mit größerer Wahrscheinlichkeit Gesundheit fallen. Hat nur einen Effekt, wenn du das Loot-Upgrade hast. Das haben wir. Von daher. So, da oben waren wir.
Hier sollen wir eigentlich hin. Genau, wir sind da hinten und dann hier runtergegangen. Ich frage mich, ob man die Dinger hier noch irgendwie aufmachen kann. Hey. Ja, ich weiß, ich habe dich warten lassen. Warte mal. Okay, das ist witzig. Hol den MacGuffin aus dem roten Kristallturm. Schatz, hast du etwas, um das Ding über mir... Hast du etwas, um auf das Ding über mir zu schießen? Ach, deswegen soll ich den MacGuffin suchen. Weil ich sonst nicht an das Ding da rankomme. Okay, das ist eine witzige Art und Weise, hier diese Schnellreise zu machen. Okay, ich kann also den MacGuffin suchen. Das ist wieder so ein Rohr. Damit passiert doch nachher auch noch irgendwas. Okay, wir müssen also wirklich... Fuck. Da war der erste Sprung zu früh und dadurch haben wir das ganze Timing versaut. So. Holen wir also unsere nächste Waffe und es ist offensichtlich eine Fernkampfwaffe, die uns an einigen Stellen noch helfen wird. Geh und hol den MacGuffin. Ich werde mir Mühe geben. Okay, viel mehr Münzen kann ich jetzt nicht mehr sammeln. That sucks. Was hast du denn hier? Hey! Maximal... Oh! Danke! Das finde ich gut. Doppelt so viel, also 120. Gelangt zur Spitze des Kristallturms. Das ist ziemlich weit oben. Oh, what the fuck, okay. Ach du Scheiße. What is that? What is that? Wahrscheinlich kann man hier am Ende dieses riesige Tor hochfahren lassen. Erstmal alles schlagen. Das ist das Erste, was man in einem solchen Spiel machen sollte. Alles einfach erstmal kurz und klein schlagen. Hey, ich öffne dir diese Hütte, wenn du mir alle magischen Muscheln aus dieser Region bringst. Wie viele sind das denn? Sag doch erstmal, wie viele das sind, damit ich eine ungefähre Ahnung habe, was für einen Arbeitsaufwand ich haben werde. Du Schlingel. Oh, ein Magier. Oh, der schießt doch. Oh Gott, die schießen. Oh fuck. Gott, es ist riesig hier. So viel zum Thema 5 Quadratmeter, ne? 5 Quadratmeter können ganz schön groß sein. Wo führt mich das hin? Der Weg der Kakteen. Fühlt sich heimisch an hier. Okay, das ist alles ein wenig seltsam. Wie komme ich denn auf den rauf? Ja, das wird ja wahrscheinlich nicht reichen. Aber gut. Wow. Der Vater aller Kakteen. Okay, bei diesem riesigen, langen Pfad kann ich also erstmal nichts tun. So, dann gehen wir mal hier weiter. Autsch. Das hat ganz schön weh. Was ist mit ihm hier? Unter dem Kristall soll ein MacGuffin sein, das die Story voranbringt. Ach, MacGuffin war, glaube ich, irgendwie sowas in so ein Ding, das nie wirklich einen Effekt, einen richtigen, eigentlichen Effekt hat, aber trotzdem die Story voranbringt. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist dieser Diamant aus Pulp Fiction oder was das nochmal war. Da gab es so dieses rote Etwas in diesem Koffer, was man im ganzen Film nicht sieht. Aber halt trotzdem irgendwie als Ankerpunkt für die Story, für den Storyverlauf gilt. Ich glaube, das ist ein MacGuffin.
Bin mir aber nicht sicher. Aber irgendwie sowas war das. Was eigentlich ziemlich redundant ist irgendwie, aber man braucht es doch trotzdem irgendwie für Stories. Wenn ihr genau wisst, was das ist, könnt ihr es auch gerne posten. Aha. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Was das alles sein soll. Halleluja, ey. Waren wir hier schon? Ah ja, da war ja der Weg mit den Kakteen, ne? Okay, was ist, wenn wir versuchen, hier hochzukommen? Oder was heißt versuchen? Das klappt ja. So, und jetzt müssen wir ein wenig aufpassen. Die sehen nämlich nicht gerade freundlich aus. Regeneration plus 5. Okay, damit sind wir jetzt, glaube ich, bei 20. Ja, die Monster werden auch schwieriger. Okay, der bringt aber auch nur ein Gold. Sehr gut, der hat ein bisschen mehr gebracht. Hier ist ansonsten nichts mehr. Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Da muss ich aber einen ganz schön langen Weg gehen, doch. Nice. Okay, wir sind zurück. Da vorne vielleicht? Ist da noch was? Boah, in diesem Spiel muss man echt überall gucken, weil es kann überall auch was sein. Gucken wir mal eben hier, aber hier ist nichts, okay. Aber hier. Was ist das alles noch wieder? Hier kann man auch irgendwas aufmachen oder so. Wir hätten genug für das Schwert-Upgrade. Okay, dafür bin ich zu langsam, verdammt. Aber nur knapp. Das müssen wir später also machen. Da unten ist noch was. Was ist das hier? Ach, eine von den Muscheln, okay. Okay. Hier war offensichtlich ein Alchemist am Werk. Guckt euch das. Ich wollte gerade sagen, das war wahrscheinlich keine gute Idee, einfach random irgendwelche Splitter zu fressen. Regenerationsspeed plus 2. Deine Regenerationsgeschwindigkeit hat sich verdoppelt. Nur in Effekt, wenn du das Regenerationsupgrade hast. Das habe ich. Zum Glück. Okay, wir haben jetzt eine von diesen Muscheln. Ich weiß halt natürlich nicht, wie viele wir insgesamt brauchen. Ich koche nichts. Nichts. Okay. Der sieht aus wie Walter White. Überall Tote. Gimme that. So, dann haben wir das auch gelöst. Wir könnten nochmal wieder versuchen, hier rüber zu kommen. Oh, da ist eine große Truhe. Die Frage ist, wie kommt man da rein? Kommen wir dann nur durch das Fenster rein? Ah, look at that, der Stein da vorne. Der ist nicht echt.
Der hat mich nicht gesehen. Hätte keine Augen für mich. Der ist doch nicht echt. Oder war das der? War es der? Einer von den Steinen ist nicht echt. Keine Ahnung, wie man den los wird. Was ist hier hinten? Nichts, verstehe. Skelettsoldat!